Пляши, напарник. Я нашел нам дело. Новому Тотрику требуются охотники на демонов. Мэр обещает награду за голову местного механиста, доктора Кибера. Якобы он одержим и похищает людей, чтобы ставить над ними эксперименты. Я получил координаты его лаборатории. Лаборатория времен БК. Смекаешь? Встретимся там. Willkommen zu einer neuen zielsicheren Folge von Lost Ark in der russischen Open Beta. Schön, dass du eingeschaltet hast und vielen Dank an alle Zuschauer, die meine letzten Videos geschaut oder bewertet haben. Wenn ihr Bock habt, mehr zu sehen von mir, geht mal auf meinem Kanal, da gibt es einige Videos, vielleicht gefallen euch der eine oder andere. Ja, wir sind jetzt mit dem Schützen unterwegs. Wir kümmern uns jetzt diese Folge mal um den Schützen und schau mal, was der denn alles so kann und welche Sonderklassen er hat. Wir sind jetzt, so wie der Vorspann schon gezeigt hat, in einer Art Laboreinrichtung von einem verrückten Professor. Ich würde sagen, so eine Art Frankenstein. Und müssen da, glaube ich, ein paar Sachen erledigen. Dieser Hut. Also dieser Hut flasht mich ja absolut, ne? Muss man sagen. Gucken wir mal erstmal, was haben wir denn eigentlich alles für Skills. Den Spiraling Chaser ist ein Schadenskill. Der macht irgendwie, der wirft seine, seine Pistolen und rotiert sie um sich herum, so wie das aussieht. Da müssen wir mal gleich gucken. 20 Schaden verursacht das. Dann haben wir die Combo. Macht er, tritt er wahrscheinlich, also er macht ein paar Kicks in der Luft und verursacht 17 Schaden. Back Attack is possible, also sprich die Rückenattacken oder Attacken von hinten sind möglich. Und Super Armor, also haben eine Stagger Immunity, also da können sie immer halt nicht CC't werden. Außerdem haben wir Plasma Bullet, damit können wir 4 Plasma Bullets generieren. Moment, mit langsamem Speed fliegen 4 Plasma Bullets durch die Gegend. So sieht's aus, genau. Und wir haben hier einmal noch den Meteor Stream. Der sagt halt eben Patronen, schmeißt die Patrone in die Luft. Auf die Position, macht 31 Schaden und man macht irgendwas oder es gibt noch irgendwie ein CC, so wie das hier aussieht. Das müssen wir mal gleich gucken, wie das aktuell aussieht. Schauen wir uns das mal an, ob das alles so richtig ist. Manchmal stimmen ja die Übersetzungen nicht ganz. Aber das ist nicht der Fehler eines Spiels, sondern wir sind ja immer noch in der Beta. Und da kann das schon mal passieren dann halt. Oder ich natürlich habe das dann falsch übersetzt. So, hier geht's nicht lang. Wir müssen also doch da oben lang. Wie kommen wir denn hier oben lang? Achso, erstmal I drücken, Pistole anlegen. Ah, okay, jetzt können wir erstmal gucken hier, was das ist. Genau. Das war das, was ich ja sagte, dass er irgendwie da an der Position der Maus so eine Art Pistolen wirft. Ah, das sieht auch schon ganz gut aus. Plasma Bullet. Ja, langsam fliegender Bolt. Oder Patronen und... Okay, na gut. Oh, schon ganz witzig, muss man sagen. Рухлить брал на вес, а что поделаешь? Все наше снаряжение осталось в лапах штернских констеблей. Хорошо, хоть навигатора удалось спасти. Gucken wir mal, was er denn noch so drauf hat. Wir müssen erstmal hier irgendwo durch. Oh, da kommen schon die ersten Versuchs. Okay, der Skill ist schon cool. What? Wie geil ist das denn, Mann? Der Junge ist ja wirklich heavy.
Also die Skills alleine schon. Стой. Следующий коридор патрулируется пескунами. Попадешь в радиус их датчиков, примчится свора собак. Будь осторожнее. Bin ich jetzt hier, glaube ich, ein Agent oder sowas? Scheint so. So, wo müssen wir denn jetzt dahin? Da hinten hin? Nee. Gucken wir mal auf die Karte. Ja, wir müssen hier oben lang. Ah, okay, hier ist... Oh, was ist das? Eine Drohne, kann man die umgehen? Ja, kann man auch umgehen, sehr gut. Ah, noch eine. Okay, der Bolt ist auch nicht schlecht. Geht aber nur in einer Reihe. Also wenn die Gegner hintereinander stehen. Ah, okay, das war nicht gut. Wow. Wahnsinn. Der macht ja jetzt schon so viel Schaden. Wie soll denn das erstmal werden, wenn der erstmal High-Level ist? Jo. Macht einmal ein AOE rein. Ah, hier ist eine Barriere, die müssen wir noch ausschalten. Ah, das ist der erste Boss. Wow, wow, wow. Okay, damit charge da an. Und der Bolt und natürlich hier auch dazu. Also, man muss sagen, die Steuerung ist total klasse gemacht von Lost Ark. Also, da kann man nicht meckern. Es spielt sich wirklich sauber und flüssig. So, das haben wir auf jeden Fall hier. Das Labor haben wir jetzt geöffnet, oder? Gehen wir mal rein. Ach, wir müssen erst runterfahren. Ach, was ist das denn jetzt? Okay, es macht ja nicht so viel Schaden. Ja, der Professor, der freut sich. Gut, zwei Räder haben wir mitgenommen, aber kann passieren. So, wo müssen wir jetzt lang eigentlich? Wir müssen nach rechts. Okay. Boah, der Bolt ist natürlich heftig. Okay, der hat ihn aber ziemlich zerlegt. Hier, die müssen wir auch noch machen. Gut. Hier müssen wir noch... Ah, die müssen wir auch kaputt machen. Okay, also der AOE ist natürlich ziemlich heftig. Also vom Schaden her. Ziemlich großes Labor hier übrigens. Da schon, ja, das ist schon krass. Also da
ganz üble Sache. Ты украл моих пленников, вор! Но ничего! Ты крепче любого из... Ach, da ist wieder so eine Drohne. Da kommt einer mit einem Sniper. Zwei Snipers hier. Wollt mal sehen, was er... Okay, der erste ist ein Run-Charge und der zweite ist... Bam, tot. Wahnsinn. Oh, jetzt habe ich die Drohne aufgeweckt. Ja, die verträgt ja gar nichts. Tja, kann man sagen, was man will, aber Schaden macht der Junge. Gut. Oh, hier kommt wieder ein Boss. Gut, erstmal die Skills aufladen. Ah, falsche Richtung. Na bitte, Level up. Das war sozusagen der erste Boss. Mal gucken, was wir hier kaputt machen müssen. Power Control Device Release complete. Eichmanns Research Station, okay. Eichmann hört sich ja schon ziemlich deutsch an, muss man ja mal sagen. Neuen Skill haben wir dazu bekommen. AT-01 Grenade. Die können wir werfen. An die Mausposition gibt es 134 Schaden. Magischer Weg hier. Oder ein Energieweg. So, gucken wir mal. Моя сила. Разум. Моя плоть металл. What the fuck? Или готов всем к смерти? Das ist also der richtige Boss hier. Na gut, Dr. Eichmann. Wow, das ist aber gut. Back Attack natürlich. Also der Boss ist nicht sehr der Schlauste. Разлом открывается. Ja. Die Frage ist, was war das für ein Gefäß? Ja, und damit sind wir auch fertig hier mit dem
Mit dem Wissenschaftler, mit dem Eichmann, Dr. Eichmann hier. Den haben wir gehörig die Hose versohlt. Okay, jetzt geht's los gegen Paromensa. Dem zeigen wir mal, wie das geht hier. Au. Verträgt einiges. Erstmal hier weg. Ah, kann ich? Ja, okay, gut. Aber wirklich ist er ja der Boss, muss man mal sagen. Und verträgt auch noch eine Menge. Und dann macht er noch so eine komische Winde. Okay. Ich bin hier ein bisschen, gerade komm hier nicht raus, hab mich da gerade fest. Komm nicht raus da, ich hab mich gerade festgesessen. Oh. Ah, das war knapp. Das war sehr knapp. Irgendwo mich da gerade festgebackt. Трещин становится все больше. А ты, охотник за артефактами, стервятник. Герой сопротивления и победитель демонов. Ты можешь развернуться и скрыться в тенях. А можешь пойти навстречу сияющему свету. Что ты выберешь? Ja. Und damit sind wir eigentlich schon wieder in Trizion. Und werden uns jetzt die Klassen des Schützen anschauen. Welche Spezialklassen gibt es? Я ждала тебя. Твое появление предсказано в книге пророчеств.
Это Тризион, граница миров, призма всего сущего. Ah, dann gucken wir mal, was es denn jetzt für Klassen gibt. Auf, auf! Высший порядок нарушен, и будущее миров окутал туман. Демоны, что пребывали во тьме Фитрании, пробудились. Они несут хаос и погибель. Только одна сила способна их остановить. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt. Welche Klassen gibt es denn? Ah, wir haben den Teufelshunter, also den Devil Hunter, den Teufelsjäger. Wir haben den Blaster und wir haben den Hawkeye. Okay, Hawkeye benutzt Arrows. Devil Hunter has three guns, use freely, okay. Blaster has a heavy runner, is a heavy runner, okay. Gut, wir fangen mal an mit dem Devil Hunter. Gucken wir uns mal kurz an. Oh, ich denke mal, das ist der typische Schütze, den wir so haben jetzt. Der hat unten so ein paar Buffs. Shotgun Stance. Rifle Stance und Handgun Stance. Okay. Kann er umschalten. Ach Gott, der hat hier drei Stances. Eieiei, okay, da müssen wir mal... Kann er umschalten. Ist ja witzig. Okay. Dann machen wir mal Summon Monster und dann gucken wir uns mal den Devil Hunter an. Okay. Ist so ein bisschen noch verschieden. Wow. Granate. Das kennen wir auch. Ja, das ist ja, das sind ja die ersten Skills. Wow, aber schon heavy. Sehr viel AOE. Genau. Das sind die des Devil Hunters. Jetzt gucken wir uns mal beim Devil Hunter die Shotgun an. Gucken wir mal, was die Shotgun macht. Wow! Was war das? Hallo Ballo. Ach, okay, ich verstehe. Hat einen riesen Cooldown. Jetzt gucken wir uns mal Rivel an. Okay. Okay, hat auch einen riesen Cooldown. Verstehe also. Okay, verstehe, das ist sozusagen die Handguns. Die Handguns sind so die, ja, wie sagt man, die Main Skills. Umschalten, dann haben wir W, genau. Shotgun ist natürlich schon heavy. Drei Schüsse hintereinander feuert er. Was nicht schlecht ist. Gucken wir uns mal das beim Boss an. Ach, hier auch noch den Verrückten. So, Riffle.
Okay, dann muss man wieder umschalten. Also sehr lange CDs auf den anderen Waffen. Okay, da muss man aufpassen ein bisschen. Okay, soweit verstanden. Der Devil Hunter ist eine Art, ja, Drei-Waffen-Benutzer. So, und die zwei Waffen, die Shotgun und die Rifle, haben sehr hohen Cooldowns. Und ansonsten nutzt man die Handguns. Okay, Change Class. Der Blaster. Der Blaster, was macht der? Okay, der muss irgendwas aufladen. Gucken wir uns erstmal an, was der denn hat. Enhanced Shot. Okay. Das ist ein Raketenwerfer, der Blaster. Nee, das ist so eine Machine Gun. Okay. Granatwerfer, Machine Gun und weiß der Geier, was alles da drinne. Wow. Flammenwerfer, der hat ja so ziemlich alles drin, der Blaster. Von Granatwerfer über Raketenwerfer bis hin zu einem Machine Gun und Flammenwerfer, Granatwerfer und so weiter. Also Blaster halt, ne? Und der kann irgendwie aufladen halt. Was ist denn, wenn wir Z drücken? Ah, okay. Dann ist er ein stationärer Turm. Wie geil ist das denn? Ist on cooldown. Ja, nee, ist klar. Ein Laser. Okay, dann muss er erst aufladen. Gut. Wir wissen also auf jeden Fall... Na, da war der Granatwerfer. Können wir noch mal gucken. Das finde ich auch nicht schlecht. Ich habe aber das Gefühl, er macht weniger Schaden so ein bisschen als der Devil Hunter. Aber das kann auch nur täuschen jetzt. Ah, nee, doch nicht. Flammenwerfer ist natürlich auch böse. Ja. Okay, das ist der Blaster gewesen. Und jetzt noch den letzten, den Hawkeye. So, müssen wir mal gucken. Devil Hunter ist natürlich sehr auf Angriff. Der ist natürlich Range und Attack, der Blaster. Und dann haben wir den Hawkeye. Der benutzt natürlich Armbrüste, vermute ich mal. Bogen und Armbrust. Das gucken wir uns jetzt mal an. Was hat er hier? Summon Silverhawk. Okay. Dann spawnen wir doch mal ein paar Monster. Und schauen uns mal an. Oh ja. Finde ich auch nicht persönlich schlecht. Also finde ich gut. Wow. Ja, so eine Art Bogenschütze mit Melee. Oh, jetzt kommt der Hawkeye. Gucken wir uns mal den Boss an, wie es aussieht mit dem Boss. Wow.
Charging Shot. Er ist ein bisschen mobiler. Und man merkt, dass der Schaden ein bisschen weniger ist. Also ich muss sagen, mir gefällt von allen der Blaster am besten. Der Blaster finde ich persönlich ganz gut. Devil Hunter ist natürlich auch nice. Muss man sagen. Aber der Blaster finde ich persönlich doch in der Richtung so meine Wahl. Ja. Damit habe ich meine Wahl auch getroffen. Das wird der Blaster werden. Und damit sind wir auch am Ende der Folge angekommen, Leute. Schön, dass ihr alle dabei gewesen seid. Ne? Und wenn ihr mehr sehen wollt von den Klassen, dann kommt doch gerne mal demnächst auf meinen Stream vorbei, wenn ich Lost Ark dann streame. Und dann werden wir mit diesen Klassen oder mit einigen Klassen dann weiterspielen. Macht's gut.